Jetzt gibt es ein Cydia-Quickie. Ich habe viele schnelle Infos für Sie in einem kurzen Clip ganz schnell zusammengefasst, für alle die, die einen schnellen Überblick wollen, und alle Sachen reingepasst, für die sich kein separater Videoclip jetzt gelohnt hätte. Viel Spaß. Bei Integra bleibt im Wesentlichen alles beim Alten. Besonders die beliebten Flaggschiffe sind ja sowieso überhaupt erst mal vor kurzem auf den Markt gekommen, nämlich DRXR1.1 und DRCR1.1. Super Vorstufen, weniger im Datenblattbereich als jetzt einfach in der Praxis beim Klang und wegen ihrer zuverlässigen, anständigen, automatischen Raumeinmessung. Das hier sind die neuen Geräte, die Punkt-2-Generation. Das heißt hier die kleineren, die 3.2 und die 4.2, die kriegen jetzt ein Update auf zusätzliche zwei Kanäle und unterstützen dann 9.2 mit diversen kleinen Verbesserungen im Bereich HDMI. Das hier ist der Epson ProCinema 4050, der in Deutschland unter dem Namen Epson EHLS 9400 und 9400W für 2800 bzw. 3200 Euro im Oktober auf den Markt kommt. Nennenswerte Änderungen gegenüber dem Vorgänger gibt es jetzt weder auf dem Datenblatt, dass man sagen kann, man hat jetzt mehr Ansilum oder mehr Kontrast, sondern es geht um das Thema Processing. Das ist allerdings ein sehr gewichtiger Unterschied. Mehr Infos zu dem Epson Special von diesem Projektor. NAD kommt auf die Cydia und hat zwei Geräte dabei, die in Deutschland relativ neu sind. Die möchte ich an der Stelle kurz vorstellen. Einmal den T758V3 und hier den T777V3, alle mit Dolby Atmos, in Kürze auch mit DTS:X, mit Direct Live Raumeinmessung, und hoffentlich kommt dann auch irgendwann mal die M17.2 raus, die hier ebenfalls zu sehen ist. Ein paar zusätzliche Infos gibt es noch im separaten NAD-Video hier von der Cydia. Sony stellt hier auf der Cydia nicht nur diesen beeindruckenden, riesengroßen, Tile-Display-basierten Crystal-LED-Fernseher vor, als Technik-Demo, sondern für uns momentan viel interessanter, hier drüben die Reihe an neuen Projektoren. Fangen wir mal mit dem hier an. Das ist der Nachfolger vom VW260, hört auf den Namen, wenig überraschend, 270. Nativ 4K, lampenbasiert, 5000 Euro, das bleibt alles gleich. Auch bei Helligkeit und Kontrast tun sich keine großen Sprünge, aber beim Thema Processing, denn auch schon der 270er bekommt jetzt ab sofort für die 5000 Euro das Processing Board, welches bislang im 760er und im 5000er drin war. Voll 18 Gigabit mit neuer Reality Creation. Hier daneben steht der VW 570, ist der Nachfolger vom 550 und auch vom 360er. Die werden zusammengefasst in diesem Modell, kostet ab sofort 8000 Euro. Unterschied hier zum kleineren, bisschen mehr Helligkeit, wie man es schon kennt. Ansonsten auch hier das 18 Gigabit Board, aber zusätzlich noch Lens Memory und die adaptive Irisblende. Gehen wir mal weiter hier zu diesem Kandidaten hier, denn das ist so das Highlight bei Sony. Das ist der neue VW 970. Der positioniert sich zwischen dem 760er und dem 5000er ein, liegt in Deutschland bei 25.000 Euro, hat viele interessante Techniken, unter anderem eine Irisblende plus Lens, also praktisch ein Lasergerät, und der hat die adaptive Lasersteuerung noch drin. Der hat die neueste Form der Reality Creation, das komplette Processing ist brandneu. Der hier verspricht wirklich ein Riesenschritt bei der Bildqualität zu werden, selbst gegenüber dem 5000er. Dazu gibt es allerdings nochmal, genau wie auch zu den beiden Kandidaten hier, ein separates Video. Kaleidoscape sortiert sich ein Stück weit neu durch in der sehr beliebten und erfolgreichen Strato-Modellfamilie. Der Strato S ist der Nachfolger des normalen Strato. S steht für Slim, das Gehäuse wurde verkleinert, die Festplattenkapazität vergrößert. Preis ist ähnlich geblieben, das Ganze auf unserer Homepage. Dazu gibt es noch wahlweise den Strato C, das ist dann ein reiner Wiedergabe-Client, und da unten den Terra. Und das Tolle bei dem Strato-System ist, und deswegen ist es hier so beliebt, es ist ein einzigartiges System nach dem Motto Stream and Save. Man kauft im Kaleidoscape Online Store, funktioniert nur für amerikanische Titel. Wir bieten es allerdings auch in Deutschland an, allerdings die Sprache immer Englisch natürlich. Dort kann man sich die Titel bei Kaleidoscape normal kaufen, wie zu Preisen, die man auch von Amazon und Co. kennt. Der Trick ist nur, Kaleidoscape bekommt von den Filmstudios die sogenannten Mezzanine Files. Das sind die originalen, unkomprimierten Filmdaten, die sonst an die Filmstudios gehen. Und die werden qualitätsoptimiert runtergerechnet. Die sind zwar dann nicht mehr sehr weit weg auf der Größe eines 4K Blu-ray Transfers, sind aber qualitativ in der Regel besser als das, was man auf 4K Blu-rays bekommt. So ist zum Beispiel hier die typische Abtastrate 444 für HDR bei 420. Und auch bei längeren Titeln, gerade da zeigt sich das, dass man hier weniger Kompressionsartefakte hat als auf 4K Blu-rays. Und deswegen gehört Kaleidoscape hier in Amerika zumindest bei jedem Händler zur selbstverständlichen Grundausstattung. Zumal auch die Preise nicht mehr so abgehoben sind. So ein Stratosystem gibt es schon ab 5.000 bis 6.000 Euro. Das ist nicht mehr so wie früher, dass man da 20 Riesen hinlegen muss. Und deswegen, für viele sehr interessant, neue Hardware, selbes erfolgreiches, beliebtes System. JVC schießt hier auf der Cydia den Vogel ab. Und das gleich sogar in 8K Auflösung. Hier oben
mit dem N9. Der wird 18.000 Euro kosten, nativ 4K, basiert auf einer normalen Lampe, hat die Optik vom Z1. Für die meisten Leute aber viel interessanter sind die zwei hier drunter, nämlich das Modell N5, N7. Liegen hier bei 6.000 bzw. 8.000 Euro, komplett neue Gehäuse, lampenbasiert, nativ 4K und das alles mit dem, also das versprechen die Leute hier, angeblich immer noch beibehaltenem legendären Schwarzwert. Wir sind gespannt. In dem separaten Video erhalten Sie mehr Infos über alle drei Projektoren. D-Rack kündigt für Anfang 2019 eine neue Software an für die beliebte Raumeinmessungssuite D-Rack Live. Die soll nämlich dann auch Bassmanagement ermitteln können und einstellen können. Und das Tolle daran ist, grundsätzlich soll das ein Upgrade sein, welches auch nachträglich für alle bestehenden D-Rack ausgestatteten Geräte funktioniert. Die Trinhoff Altitude 32 müsste jetzt eigentlich umbenannt werden, denn nach dem aktuellsten Firmware-Update berechnet die intern 48 Kanäle, um dann halt hinten über die AES-Outputs das Ganze noch digital auszugeben, sodass man dann mit den analogen zusammen auf 48 kommt. So, wenn man dann an dem Punkt ist, wo man mehr analoge Ausgänge braucht, beziehungsweise noch mehr berechnen muss, digitale Frequenzweichen zum Beispiel, kommt die hier ins Spiel. Das ist die 48-Kanal-Erweiterung, die man an eine Altitude 32 koppeln kann, hinten per Digitalausgang. Und hier sind dann nicht nur zusätzliche DACs drin, sondern gleichzeitig auch noch ein Prozessor, der sich die Rechenleistung mit der Altitude 32 teilt, um zum Beispiel Frequenzweichenberechnung etc. zu machen. Kommen wir zu Denon und Marantz. Da bleibt im Wesentlichen alles beim Alten. Nach wie vor da hinten bleibt es der 8500H, ist ja auch ein neues Produkt und sehr attraktiv hier als Topliner im Programm. Darunter tut sich noch nichts, zumindest nicht auf der Messe. Bei Marantz ähnlich. Einzig neues Produkt ist da hinten der SR6013, der im Gegensatz zu den anderen Geräten jetzt dann schon mit AirPlay Version 2 und mit einer IMAX Enhanced Unterstützung des Weges kommt. So viel zum Cydia Quickie. Ich muss an der Stelle leider abbrechen. Hier wird schon abgebaut. Es rennt mir wirklich die Zeit weg. Die Messe ist mit 3 Tagen definitiv leider zu kurz. Sorry, falls jetzt was gefehlt hat, was interessiert hat. Ich probiere es beim nächsten Mal besser zu machen. Vielleicht gibt es ja sonst in unserem YouTube-Channel noch einen anderen schönen Clip, der Sie dann auch interessiert. Danke. Ciao.